Ja, servus, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Meat and Greek. Es ist kalt geworden und der Winter hat uns voll im Griff. Man sieht es auch an meinem Gesichtspullover hier. Gegen kalte Glieder machen wir heute etwas ganz Leckeres. Eine Trachanasuppe. Schnell, einfach und sehr geschmacksvoll. Nach dem Intro sage ich euch, was wir dafür benötigen. Für unsere Trachanasuppe brauchen wir folgende Zutaten: 100 Gramm Trachana, eine Zwiebel, etwas Gemüse, das weg muss, dann nehmt ihr einfach das, was ihr in eurem Kühlschrank habt, 400 Gramm gehackte Tomaten, 200 bis 300 Milliliter Hühner- oder Gemüsebrühe, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Dazu für das Servieren benötigen wir noch etwas Feta-Käse oder griechischen Joghurt. Das war's. Mehr nicht. Also lasst uns loslegen und aufwärmen. Bamme. Und als allererstes fangen wir jetzt mit unserem Gemüse an. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen, die weg müssen. Bitte nehmt auch ihr irgendwelches Gemüse, was weg muss. Und bei mir ist es jetzt mal eine Karotte und eine Spitzpaprika. Und ich würde sie jetzt reiben. Und zwar hier bei der Reibe mit dem groben. Das Schöne an diesem Gericht ist, dass es tatsächlich sehr, sehr schnell geht. Das gleiche machen wir jetzt auch mit der Paprika. So, jetzt haben wir unser Gemüse gerieben. Das können wir jetzt erstmal so stehen lassen. Das machen wir auf die Seite. Und jetzt einen Topf und den auf mittlere Hitze. Ich mache jetzt gerade hier 7 von 9 und mache jetzt ungefähr 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl rein. Und warte, dass das jetzt heiß wird. Ich habe jetzt hier einmal eine Zwiebel und als dritten Gemüseanteil, den wollte ich aber nicht reiben, den habe ich fein geschnitten, habe ich hier Stangensellerie. Die habe ich extra zusammen dazu getan, weil die zwei möchte ich gerne gemeinsam auch da drin kurz anschwitzen. Wir warten jetzt, dass es jetzt kurz heiß wird. Jetzt machen wir alles mal hier rein. Jetzt noch gleich das restliche Gemüse. Auch gleich mit rein und alles miteinander jetzt einmal schön miteinander anschwitzen. Während das jetzt alles ein bisschen vor sich hin gart, nehme ich jetzt den Trachana. Es gibt einmal den sauren, der ist hergestellt mit Joghurt, und einmal den süßen, der ist hergestellt mit Milch. An sich könnt ihr beide hernehmen. Ich habe jetzt meinen Kameramann gefragt, was möchte er gerne probieren, weil er kannte das auch noch nicht. Er möchte gerne den sauren probieren. Er ist nämlich Italiener und er kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass man Nudeln, weil Trachanas ist nämlich eine Art Nudel, tatsächlich mit Joghurt herstellen kann. Das wollte er gerne probieren. Ich mache jetzt 100 Gramm, Entschuldigung. Das ist ungefähr für 2 Portionen. Für 4 Portionen nimmt man entsprechend dann die doppelte Menge. Was man wissen muss, gerade wenn man die Suppe kocht, dass man auch die korrekte Menge an Flüssigkeit auch dazu gibt. Und es ist so, je 100 Gramm Trachana benötigt man 600 bis 700 Milliliter an Flüssigkeit, um den dann zu garen. So, unser Gemüse, das ist jetzt relativ schön geworden. Das ist jetzt auch leicht weich geworden. Und jetzt kommt der Trachana mit rein. So.
Sehr schön. Und jetzt gieße ich mit meiner passierten Tomate, mit meinen gehackten Tomaten auf. Ich rühre das Ganze nochmal schön durch. So. Und jetzt habe ich hier hinten, ich hatte nämlich gestern Hühnchen gemacht und von den Hühnchenresten habe ich mir dann schnell eine Hühnerbrühe selber gekocht. Die habe ich jetzt auch einreduzieren lassen auf die richtige Menge. Und die schütte ich jetzt hier auch nochmal oben drauf. Das Ganze muss jetzt 15 Minuten lang kochen. Und nach 10 Minuten sieht man das, ob das schon zu dickflüssig geworden ist. Dann kann man etwas Flüssigkeit mit dazu tun, ein bisschen Wasser. Oder ob das immer noch eine suppige Konsistenz hat. Wobei, es wird keine allzu dünne Suppe. Also sie ist schon ein kleines bisschen dicker. Aber es muss halt schon eine suppige Konsistenz haben. Ich würde jetzt mit etwas Salz und etwas Pfeffer vorwürzen. Am Ende würde ich sie definitiv nochmal abschmecken, nicht zu sehr. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr jetzt noch einen Teelöffel Zucker mit reinmachen. Das macht man ja gerne gerade bei Tomatengerichten, weil sie dadurch noch mal ein bisschen runder schmecken. Aber das würde jetzt so ein bisschen dieses Joghurt-Aroma, dieses ganz leichte Joghurt-Aroma, das der dran hat, mit überdecken. Und deswegen mache ich das in diesem Fall nicht. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das trotzdem machen wollt, auch statt Zucker einen guten Honig hernehmen. Das Ganze immer wieder mal durchrühren. Das kann nämlich leicht unten mal ansetzen. Und jetzt auf jeden Fall die Hitze reduzieren. Ich habe es jetzt runtergesetzt auf 5 von 9. Und jetzt im Endeffekt muss man nur noch die 15 Minuten fertig warten, bis es fertig ist. Und dann sehen wir uns mit dem fertigen Gericht, unserer leckeren Drachenasuppe. So, unsere 15 Minuten sind jetzt vorbei. Ich habe das jetzt abgestellt. Das ist jetzt nur noch auf 1, das ist bei mir warm halten. Was ich jetzt noch gerne machen würde, ein kleines bisschen Olivenöl. So. Und fertig. Einmal kurz durchrühren. Schaut euch das mal an. Ihr seht auch, wie der Drachenas deutlich gröber, also dicker geworden ist. Er ist aufgegangen, hat Wasser aufgenommen. Und wir haben jetzt hier eine schöne, reichhaltige Suppe. Kommt mit rüber, dann richten wir an. Und jetzt richten wir mal an. Und als kleiner Extra-Kick, ich mache jetzt immer gerne ein kleines bisschen griechischen Joghurt mit oben drauf. Jetzt noch ein bisschen fein gehackte Petersilie, habe ich mir gerade so überlegt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt entweder noch mal etwas Chili drauf machen oder so wie ich ein kleines bisschen Pfeffer. Vielleicht noch ein klein bisschen Olivenöl und fertig. Ich mache das immer gerne so. Ein bisschen was von der Suppe, ein bisschen was von dem Joghurt, alles zusammen. Das ist derartig lecker. Und wenn man das noch ein bisschen scharf anmacht, macht es noch ein bisschen wärmer in den kalten Tagen. Und das ist auch sehr, sehr gut. Und dazu passt, weil das machen viele Griechen, nämlich Brot eintunken.
Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber tatsächlich sehr, sehr gut. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe ja mal so ein Feta-Brot gemacht oder ein Olivenbrot. Und das könnte man hier natürlich auch sehr gut nehmen zum Tunken. Wenn ihr wissen wollt, wie man das Olivenbrot bzw. das Feta-Brot macht, dann müsst ihr einfach mal da draufklicken und dann werdet ihr direkt auf dieses Video weitergeleitet. Ich werde in der Zwischenzeit diese Köstlichkeit, die so schnell zuzubereiten ist, aufessen. Und ihr könnt in eurer Zwischenzeit mal abonnieren, auf die Glocke drücken, kommentieren, liken, wie auch immer. Also ich würde mich sehr, sehr freuen und auch mal ein bisschen reagieren darauf, wie ihr das findet. Beziehungsweise, wenn ihr das gemacht habt, wie hat es euch denn geschmeckt? Für den Fall, dass ihr sagt, wo kriege ich Drachana her? Im Internet oder in griechischen Supermärkten kriegt man das durchaus. Sowohl den süßen als auch den sauren, beziehungsweise den mit Joghurt. Also von nebenher sollte der Zubereitung nichts im Wege stehen. Wir sehen uns bei unserem nächsten Video. Bis dann, Yassas!